Damen und Herren, Gentlemen und Gentlewomen, wir haben einen neuen Bogen bekommen, der ziemlich stark sein sollte. Naja, ja, der macht schon Schaden, der macht schon Schaden. Der Wüstenteufel ist Vorschatz. Den werden wir gleich an den Ogre testen. Oh, der hat Reichweite auch noch. Ah, der macht Schaden. Schauen wir mal die Shotgun im Vergleich. Ziemlich gleich wie die Shotgun. Er rennt weg. Kommt er wieder zurück. Ist egal. Oh, wir sind overpowered. Yeah. Hässliches Ding. Wieder schon wieder. Okay. Dann nehmen wir die kleine Armbrust raus, die wir dann auch noch upgraden können, damit wir noch ein bisschen overpowered sind. Wer sagt das? Dann Bestienmaster. Beastmaster. Wer hat gesagt? Wer hat mich gefragt, ob ich Streit suche? Da, ein Typ. Willst du wirklich Granaten werfen auf diese Distanz? Gute Entscheidung. Hat auch eine Granate rausgeholt. Wer bist du? One-shot ich den? Wen hast du geschossen, Crony? Mich wundert sehr, dass die da leben können mit den ganzen Viechern neben. Mit dem Troll und was auch immer das war. Bergtroll, Nachtroll. Da ist ein Fass, falls ich da wen reinlocken muss. Aber um ehrlich zu sein, habe ich... Au. Oh. Hat aber keinen Schaden gemacht. Trank. Stärke, bitte Stärke. Gauners. Yeah. Ah. Weiß gar nicht, was Gauner macht. Schauen wir es uns doch an. Gerissenheit. Okay. Verstehe. Im Garten. Wird gleich geerntet. Haben wir alle Bordols durchgelootet. Selbst die Rehause nehme ich mit. Schwein. Hm. Kann ich wieder durchhacken? Nein. Passt, passt, passt. Naja, nicht die Überloot. Aber haufenweise zum Verkaufen dann bei den Outlaws, dass ich mir wieder Schrotflintenmunition kaufen kann. Ja, wundert mich nicht, dass da Leute alle nach der Reihe draufgehen, in der Zone, wo ihr da rumlebt. Der Schakale bei euch auch drinnen. Oh. Oh je. Die kommen. War der One-Shot? Nee. Oh, der Bogen ist gut. Jetzt hat. Da ist ja noch wer. Einen Totenkopf. Jetzt hat er nur noch einen Totenkopf.
So lustig. Da geschrieben, dass jede Ratte sterben muss. Dich hol ich mir. Der Versuch. Auf. Dies ist die letzte Warnung, die ich dir sende. Ich habe von deinen hinterhältigen Methoden die Nase voll. Alleine diesen Monat sind schon 3 Lieferungen an eine Gruppe Plünderer verloren gegangen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass man dich in der Nähe des großen Banditenlagers gesehen hat. Wenn ich herausfinde, dass du deine dreckigen Finger dort mit im Spiel hast, mache ich dich einen Kopf kürzer. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich glaube, ich gehe jetzt dann wieder zurück in mein Lager. Und Nasti mitnehmen. Oder schauen, welcher Folger. Folger. Welcher Folger. Oh wow. Wer sonst noch Missionen für mich hat. Wo ich mich durch den ganzen Wald da durchkille. Ah. Deine Flut. Gute Arbeit, Crony. Wir müssen uns noch hier durch den ganzen Wald durchkillen, oder? Jetzt noch Feuerteufel. Und ein Typ, der neben dem Feuerteufel steht. Okay, die zwei noch. Achtung, organische Materie geortet. Bodenscans zeigen große Lebe. Was bist du für einer? Achtung, organische Materie geortet. Ja. Bodenscans zeigen große Lebewesen unter der Oberfläche. Kontinuierliche Gefahrenscans aktiviert. Interessant. Dann schauen wir ja doch noch ein bisschen weiter. Okay. Ja. Ich habe die Loot-Gear. Die Erkundungs-Loot-Gear. Ich will nur Müll in der Wüste aufheben. Oh je. Das war wohl nichts. Das könnte eine Weile dauern. Jetzt aber. Lebenssaft. Und der Stein ist gut. Da haben wir noch einen Turm. Oh, zu Loot, zu Erkundungsgeil. Ich blätter da eh nicht drauf. Der macht doch nichts, der Beißer. Der erledigt der Crony. Ich will den Drachen eigentlich gar nicht bekämpfen. Nee, wir sind hier fertig. Wir gehen zurück. Schauen, was die Gefährten sagen. Bevor wir die Mission in der Wüste abgeben. Oh, und dann wird alles in der Wüste verkauft, was ich habe. Wer hat Arbeit hier? Wer? Du. Mädel. Pass mal auf, du Vogel. Ich wäre dann soweit für die nächste Audienz. Jetzt schon, dann lass mal hören. Wer soll's denn diesmal sein? Red. Judikator Reinhold. Ein Handelspakt und Ressourcensharing mit den Morkons könnten sich für die Kleriker auszahlen. Du weißt aber schon, dass sie mit Sicherheit ziemlich misstrauisch sein werden. Die Kleriker sind Menschenfreunde. Die Morkons exakt das Gegenteil.
Das lass mal meine Sorge sein. Bring mich einfach zu Reinhold und ansonsten halt die Klappe. Komm mit. Du. Noch jemand hier, der was machen will? Du. Okay, gehen wir zu deinem nächsten Auftrag. Wer ist es? Das erkläre ich dir unterwegs. Komm schon, wir müssen los. Hier irgendwo muss er sein. Wen suchen wir genau? Ich soll hier einen Morkon aufspüren, der angeblich an eine Menge Metallzeugs aus der Grotte herankommt. Aber komm, wir suchen erst einmal den Kerl aus dem Hauptquartier der Morkons, bevor wir unsere Zeit verplempern. Also dann. Tja. Ah, mein Kopf. Wenn Jax wieder Kopfweh bekommt. Verdammte Infektion. Irgendwas Interessantes hier. Die Viecher waren da hinten oben. Die werden erstmals ignoriert. Und genug gekillt. Ich habe mich schon oft gefragt, was das für Dinger sind. Was meinst du? Na, diese riesigen Kisten mit Rädern drunter. Wie soll denn solche Karren ziehen können? Warte, Freistoß! Hat der Dieb im Krater nicht schon genug Schrott? Es geht hier um stabile Gestänge und starke Metallplatten, um das Gelände um den Kern unserer Stadt zu verstärken. Und Chili-Schoten. Da wird ein Chili con Carne morgen gemacht. Bei mir auch. Mir wird's auch. Wow, was? Das habe ich nicht gewusst, dass ich das machen kann. Ey, was geht, Alter? Ich nehme an, du bist der Kerl, den ich hier treffen soll. Das bin ich. Auch gut. Also. Eins schon mal vorweg. Es gibt da ein paar Komplikationen. Ach ja? Wie überraschend. Was heißt das genau? Die Ware liegt zur Abholung bereit. Ein Haufen Metallplatten und genug Befestigungsmaterial, um daraus eine stabile Palisade zu fertigen. Es gibt da nur ein kleines Problemchen. Na was? Der Kram liegt noch in der Nähe des Stationsbezirks, direkt am Eingang der Grotte. Du willst uns doch verarschen. Das heißt, dass man in den Eingangsbereich der Grotte schleichen muss und mit tonnenschweren Stahlträgern und Metallplatten wieder rauskommen müsste. Ja. Oder man stürmt die ersten Verteidigungslinien unseres Hauptquartiers. Einen Krieg mit den Morkons anzetteln für ein paar Metallplatten? Ich glaube kaum, dass sich der Duke auf so etwas einlässt. Ein glühendes Brecheisen schlägt er uns in den Nacken, wenn er das hört. Wenn das so ist, kann ich euch kaum weiterhelfen. Na, großartig. Vielen Dank für gar nichts, du Arsch. Verpiss dich bloß, bevor ich dir meinen Stahl zeige. Einen schönen Tag noch. Danke dir auch. Ah, was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Uli kriegt nur die Drecksmission. Jo. Was für ein Dreck. Tja, das war wohl nichts. Ich hätte nicht wenig Lust, den Kerl einen Kopf kürzer zu machen. Ich glaube, es wäre über kurz oder lang sowieso darauf hinausgelaufen. Woher willst du das wissen? Ich glaube, die Aufträge, die der Duke dir zuteilt, sind allesamt unlösbare Aufgaben. Fängst du schon wieder an mit der Kacke? Ja. Dieser Morkon hätte doch nie und nimmer so viel Befestigungsmaterial aus der Grotte herausschaffen können, ohne dass es die restlichen Morkons auf den Plan ruft. Die ganze Nummer ist doch ein Witz. Ja, allerdings. Und er ist noch nicht einmal besonders lustig. Hat der Duke vielleicht auch mal einen Auftrag für dich, bei dem du am Ende nicht zwangsläufig mit leeren Händen dastehst? Was willst du damit sagen?
So langsam tust du mir schon ein wenig leid. Wach mal auf, Bully. Denk mal darüber nach, was der Duke mit dir macht und vor allem, was er mit dir vorhat. Ja, das werde ich. Und du hältst dich da raus, dass das klar ist. Kein Problem, wir werden ja bald sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Scheiße. Der Kater. Ah, nicht wirklich interessant, glaube ich. Zurück zur Bastion. Bastion, passt. Ich will ja mit Reinhard quatschen. Oh. So, ist ja auch schon. Jo, holy. Bis später. Okay, dann gehen wir tratschen. Mitkommen. Gut. Warst du die letzte Zeit schon mal wieder bei den Klerikern? Nein, eigentlich immer nur mit dir zusammen. Da drüben wohl. Dass die riesige Kuppel ist, die Kuppelstadt. Typ. Wer bist du? Lass mich. Okay. Random Typ, alles klar, Mädel. Du siehst gar nicht aus wie ein Kleriker. Mir wäre eine unserer Uniformen auch lieber, aber unsere Mittel sind begrenzt. Woher hast du denn die Rüstung? Von unseren Kundschaftern. Sie haben vor einiger Zeit einen Kampf zwischen ein paar Berserkern und Morkons beobachtet. Die Berserker waren in Unterzahl und hatten keine Chance. Nach getaner Arbeit sind die Morkons abgezogen, die Leichen waren ihnen egal. Alles, was unsere Leute noch tun konnten, war, ihnen ein vernünftiges Begräbnis zu geben. Und da brauchten sie ihr Zeug natürlich nicht mehr, verstehe. Verschwendung können wir uns nicht leisten. Oh, die Kleriker sind so arm dran, dass sie ihre Rüstungen... Die Ziege, dass sie mit den Splittern rüberkommen sollen. Audio-Glitch, dass sie die Rüstung von anderen Fraktionen schon klauen müssen. Oh, die alten Kleriker-Rüstungen waren so geil. Wie ist das so für jemanden wie dich, bei den Morkons zu leben? Direkt und klar, ohne Umschweife oder gekünstelte Kacke. Jeder ist gerade raus und sagt dir, was er denkt. Eine einfache Art der Kommunikation und der Befehlskette. Was will ich mehr? Immerhin hatten die Kleriker dir damals ihre Truppen anvertraut im Krieg gegen die Alps. Damals ist damals. Heute sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Keine Ahnung, wie sie heute ticken. Ich habe Nesti mitgebracht. Sie ist heute, sagen wir mal, Botschafterin der Morkons. Ja, natürlich. Nesti. Ich erinnere mich. Sie war die Feldherrin, die damals unsere Truppen geführt hat gegen die angreifenden Alps in Ignadon. Was kann ich für dich tun? Stimmt es, dass ihr Kleriker euch am Ende doch noch aus eurem Hort in Ignadon habt vertreiben lassen? Tja, das ist eine der Bürden, die wir zu tragen haben in diesen Tagen. Es fällt uns immer noch schwer daran zu denken, welchen Verlust wir zu erleiden haben, wenn ich an unsere technischen Errungenschaften im Hort von damals denke. Auf der anderen Seite, wären wir im Hort geblieben, wären wir vermutlich alle gefallen. Eine dieser Festungen der fremden Eindringlinge ist direkt auf dem Eingang unserer alten Stadt gelandet und hat dort alles vernichtet. Mag ja sein, aber das war ja nicht der Grund, warum ihr den Hort verlassen habt. Die Wahrheit ist doch, dass die Alps euch in den Arsch getreten haben und ihr achtkantig aus Ignadon rausgeflogen seid, als sie da ein weiteres Mal einmarschiert sind. Nesti? Nun, was soll ich sagen? Sie hat ja nicht Unrecht. Und doch hatten wir keine Wahl. Nur so konnten wir unser aller Überleben sichern. Das ist typisch für euch Weicheier. Erst reißt man sich für euch den Arsch auf und dann lasst ihr euch am Ende doch noch die Butter vom Brot nehmen. Bist du nur gekommen, uns zu beleidigen? Feiglinge seid ihr!
Aber keine Sorge, die schäbigen Überreste eurer Blechmann-Armee werden auch bald in Rauch aufgehen. Wenn es nicht die Alps sind, dann diese Pest von Kreaturen, die diese Fremden mitgebracht haben. Also, das ist doch genug! Diese Unterhaltung ist beendet. Oh. Ich scheiße in ihren Job. Oh, was geht hier ab? Oh, Hinterhalt. Interessant. Hey, schau mal, wir haben Besuch. Eine friedliche Lösung? Komm doch her, hier bin ich. Was haben die da für eine Armee auf uns gehetzt? Oh, ich muss die fliegenden Viecher ausschalten. Was haben die uns da für einen Hinterhalt gegeben gerade? Interessant. Naja, Steve, was hast du uns angetan hier? Mist. 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 So. Ich habe Deckung gefunden, wenn dann. Oh, Gott sei Dank habe ich den Bogen abgegradet. Mein Kopf. Oh, diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Aber. Nächste wieder. Sich anlegen muss mit allem. Oh, verdammt, Mädel. Ja. Nimm die verdammte Shotgun raus. Verdammt. Das Ding gibt mir auf die Nuss. Oh, wieder eine Deckung da hinten. Speichern, na Gott sei Dank. Warum kann Maschinen super kicken? Die begeistern mich unglaublich. Verdammt! Oh, wir haben eine neue Stufe, das heißt, wir können die neue Shotgun, wenn dann ausrüsten. Was hast du uns da eingebrockt, Mittel? Oh.
stichst du das herum? Ich hab gerade den Fight unseres Lebens gehabt. Dieses verfluchte Klerikerschwein. Hetzt er uns seine Maschinen auf den Hals? Warum musstest du ihn auch provozieren? Jetzt nimmst du ihn auch noch in Schutz? Haben die Robots dich etwa nicht angegriffen? Der Angriff galt ja eigentlich nicht mir. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach, scheiß drauf. Was sollte der Mist eigentlich? Das war doch keine Verhandlung, das war die reinste Provokation. Kann ja nicht jeder so eine Weicheierei ertragen wie du, großer Meister. Blödsinn, du führst keine Verhandlungen, du stiftest nur Unfrieden. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe dich nicht um Kommentare bei meiner Vorgehensweise gebeten. Du willst diesen Mist also tatsächlich weitermachen, ja? Ich tue das, was ich für richtig halte, und sag dir Bescheid, sobald ich die Vorbereitungen für die nächste Aktion abgeschlossen habe. In der Zwischenzeit werde ich weiter trainieren. Ich werde es wohl kaum verhindern können, oder? Nein. Ich geh nochmal reinschauen. Mal schauen, ob die was zu ihrer Verteidigung zu sagen haben. Wenn ich einen schnellen Weg reinfinde. Ja. Portieren. Ich habe mich da noch gar nicht richtig umgeschaut, ob ich da mal noch die verdammte Rechnung. Option finde. Später vielleicht. Ja. Wegen der Händlerkolonne. Das habe ich noch nicht. Geht doch was weiter. Händler. Die nicht wirklich viele Leute da drin nehmen vor. Das ist ja kein Vor mehr. Versuch das ja, gar nicht noch mal. Nichts zu suchen. Okay. Dann halt nicht. Oh. Klerika. Aber so cool. Mal schauen, ob er was zu sagen hat. Noch eine Mission für mich. Wir lassen uns nicht. Alles klar, Reinhard. Sag mal, was ist denn auf einmal mit Nasty los? Haben Sie ja bei den Morcons das Gehirn zu Brei verarbeitet? Sie war schon immer speziell. Ich will sie hier nicht mehr sehen, verstanden? Eine klare Ansage hätte gereicht. Musstest du uns auch noch deine Robots auf den Hals hetzen? Gut so. Dann weißt du ja wenigstens, wie ernst ich es meine. Ach, sie wird hier bleiben noch. Ich schaue mich nochmal hier um, ob ich nicht irgendwen übersehen habe. Mission oder so. Obwohl, die schaut ja ziemlich mager mit allem aus. Sind wir runtergekommen, die Kleriker. Kinder gibt's. Na, Gott sei Dank. Das können sie also noch. Habt ihr hier nichts Wichtiges mehr? Ach, ist egal. Ob die was machen werden gegen mich. Auch nicht sogar. Das ist doch alles gute Loot. Raketen brauche ich auch. Hm.
Gibt's denn da nichts Interessantes mehr? Das ist doch eigentlich irgendein Follower, ein Gehilfe gefolgt, den wir übersehen haben. Erich. Oh, das ist so ruhig. Warum ist denn das so ruhig? Er hupft einfach runter. Einfach links und rechts fahren. Evas Notiz. Ah. Wo sind die interessanten Leute in diesem Schloss? Ha! Vielleicht das, was ich jetzt bis jetzt gehabt habe. Portisch. So wenig Chemie für die meisten Sachen. Sockel ist, glaube ich, auch noch nichts, das ich weitermachen kann. Da warte ich noch. Wo sind eure interessanten Leute? Interessantes? Eva. Jax? Das ist vielleicht eine Überraschung. Wie lange ist das jetzt her? 6, 7 Jahre? Lass dich mal ansehen. Geht es dir gut? Brauchst du Hilfe? Ich kann mich an keine Eva erinnern. Langsam, ich erinnere mich kaum an dich. Jetzt enttäuschst du mich aber. Du hast mir geholfen, Kalans Geheimnis zu lüften. Ohne dich würden wir noch immer ein Stück Altmetall anbeten. Absurd, oder? Hat Alex dir gezeigt, wo du unterkommen kannst? Ich sehe doch, dass du einiges mitgemacht hast. Wenn du also etwas Zeit für dich brauchst, sag es ruhig. Wir können uns auch später unterhalten. Vielleicht kann ich sogar eine Flasche Wein auftreiben. Vorausgesetzt, du trinkst welchen. Und was machst du hier so? Ich kümmere mich jetzt um unser Archiv des Wissens. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich damals das Archiv nicht mal betreten durfte. Und heute bin ich die Herrin über unser Wissen. Wie sich die Zeiten geändert haben. Aber das alles ist lange her. Die Zerstörung unserer alten Heimat habe ich schon fast vergessen. Wenn du interessiert bist, kann ich dich auch an meinem neu erlernten Wissen teilhaben lassen. Na, was sagst du? Aber ja. Darf ich mich im Archiv mal umschauen? Tu dir keinen Zwang an. Und wenn du mal was Bestimmtes brauchst, melde dich bei mir. Was kannst du mir beibringen? Hauptsächlich Dinge, die deine kognitiven Fähigkeiten verbessern. Und wenn ich mir deine Muskeln so ansehe, wird es auch höchste Zeit, deinen Geist zu schulen. Rettet mal mit uns. Nee, ich bin zu dumm für alles. Well, dann halt nicht. Frage ist ja, was kann ich stehlen? Keine Nebenmissionen, aber. Nur Wissen und Sachen zum Lesen. Die Sachen zum Lesen. Ist ja eklig. Wir dürfen bei euch die Rüstungen verschließen. Sehr lächerlich. Energiebrühe. Klingt eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube mal einfach alles. Bei den Morkons gibt es Übermissionen und hier gibt es gar nichts. Außer ein bisschen Blut. Oh, ups. Da sollte ich mich zuerst umschauen, ob nicht wer in der Nähe ist. Ist hier niemanden Interessantes sonst noch? Was haben wir hier? Wasser.
Wo ist er? Erika. Safe. Wenn wir nicht vor seiner. Auch keinen Namen. Warum sind die Kleriker in diesem Spiel so uninteressant? Da gibt es niemanden Interessantes, wie es ausschaut. Die Sache kann ich vielleicht. Warte, kann ich nehmen. Du, hast du einen Namen? Später vielleicht. Niemand Interessantes bei den Klerikern. Unglaublich. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Leute gesehen, mit denen man tratschen kann. Wo sind die ganzen guten Leute hin? Der Prediger in der Mitte. Mit dem will ich gar nicht reden. Ein Arbeiter. Isaac. Grüß dich. Hast du eine ID-Karte? Natürlich. Gut. Ein Wort von dir und du bekommst die Standardration. Ist jetzt nicht gerade ein Festessen, aber zum Überleben reicht's. Also, wie sieht's aus? Hast du Hunger? Gib mir meine Ration. Bitteschön, frisch zubereitet. Wie lange bist du schon der Koch? Seit wir vom Hort in die Burg verlegt wurden. Bin da irgendwie reingerutscht. Die Kleriker hatten niemanden mehr, mit dem sie die Stelle besetzen konnten. Die Kleriker? Ich dachte, du gehörst dazu. Jetzt schon, damals nicht. Haben einen Hintern in einer ihrer Zellen breit gesessen. Als sie den Hort aufgeben mussten, hat man mich freigelassen. Nur wusste ich nicht, wohin. Und da ich kein Interesse hatte, Bekanntschaft mit den Alps zu machen, bin ich einfach mit ihnen gezogen. War die richtige Entscheidung. Sieht nur leider nicht jeder so. Wer hat ein Problem mit dir? Ach, weißt du, mit einer Hälfte komme ich klar und den anderen gehe ich aus dem Weg. Übel nehmen kann ich es ihnen nicht. Ich war nun mal ein Outlaw und es bringt nichts, diesen Umstand zu leugnen. Ich würde es nur begrüßen, wenn man mir die Meinung direkt ins Gesicht sagt, anstatt hinter meinem Rücken dreckige Wäsche zu waschen. Ich kläre das. Gib mir einfach die Namen. Klären? Wie darf ich mir das vorstellen? Wenn Sie sich einsichtig zeigen, belasse ich es bei ein paar Worten. Wenn nicht... Keine Gewalt. Bruder Johannes hat mich gelehrt, dass der Schöpfer Gewalt nur im Notfall gestattet. Vom Outlaw zum Gläubigen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe genug gesehen und mitgemacht, um daran zu zerbrechen. Der Glaube gibt mir Kraft. Weißt du, die Existenz des Schöpfers kann ich nicht beweisen, aber das muss ich auch gar nicht. Mir hilft der Gedanke, dass es jemanden gibt, der auf alle Fragen eine Antwort hat und nichts. Jämmerlicher Lapp hier. Das sind einfach nur Zimmer. Niemand Interessantes. Haben die niemanden Interessantes mehr? Oh, schaut nicht so aus. Irgendjemand noch hier? Wo wir ganz abhauen? Nein, wir gehen zu den Outlaws. Und machen dort mal die Mission fertig. 2 Missionen sind zum Abgehen. Es ist ja schon gleich dunkel, das heißt, wir sind hier fertig jetzt dann. Welchen Vieh? Alles klar, Jungs. Schaut nicht so aus. Kopfgeld war, glaube ich, näher. Dann Porta. Ob wir noch eine Ratte auf dem Weg finden? Für den Rattenfreistoß. Wo sind die Ratten? Ich sehe sie nicht. Sie verdecken sich vor mir. Ja, verdammte Ratten. Wo sind sie? Mist. Aaron macht keine Probleme mehr. Niemand entkommt auf Dauer seinem Schicksal. Gut, dass du ihr das deutlich gemacht hast. Aber es wundert mich, dass du sie zuerst erwischt hast. Tyson und seine Leute waren vor dir da und hatten einen gehörigen Vorsprung. Du bist ihnen nicht zufällig begegnet? Kann sein, ich habe nur ein paar Leichen gezählt. Nun, mit der Zeit siebt der Starke die Schwachen aus.
Und Schwächlinge kann ich nicht gebrauchen. Ihm die Belohnung zu überlassen, wäre eine Verschwendung gewesen. Und wo wir gerade darauf zu sprechen kommen, das ist für dich. Suchst du sonst noch jemanden? Nein. Du warst alles in allem mein nützliches Werkzeug. In diesem Gewerbe hast du auf jeden Fall Potenzial. Arbeite daran. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr für dich. Du kannst gehen. Okay. Wo ist Porta? Porta. Yes, okay. Direkt vor mir. Ich höre keine Ratten mehr. Ist die Stadt rattensauber? Ich habe das Paket geliefert. Und die Splitter? Hast du sie auch dabei? Ja. Dann gib sie mir. Ich werde mich an unseren Deal halten. Ich hole mir meine Wohnung und alles, was übrig bleibt, kannst du haben. Hier hast du deine Splitter. Ich muss schon sagen, ich bin wirklich beeindruckt von dir. Du hast nicht nur eine schwierige Lieferung für mich gemacht, nein, du hast mich nicht mal um meine Splitter beschissen. Das ist nicht selbstverständlich in diesem Loch hier. Ich werde direkt losgehen und mir bei Brenda eine bessere Wohnung kaufen. Am besten kommst du gleich mit. Alles, was übrig bleibt, kannst du haben. Hätte gedacht, dass wir ihn drum bescheißen können. Das ist Brenda. Oh, wir müssen mitgehen. Ist ja jämmerlich. Jämmerlich. Oh, komm, lauf. Oh, lasst sich Zeit. Habe ich Neste losgeworden? Anscheinend. Ob sie vor der Klerikerstadt stehen bleiben musste? Oder vielleicht ist sie zurück ins Hort geschickt worden. Hey, nicht so schnell. Der Deal war, ich lass dich einmal hier rein. Du hast hier nichts mehr verloren. Also ab mit dir. Wirklich? Lass mich rein. Kumpel. Lass mich durch. Nicht ohne guten Grund. Da. Lass mich rein. Wirklich? Oh, Mist. Du kennst den Deal. Ich. Oh. Hey, das Übliche? Oder willst du wieder ein Zimmer mieten? Diesmal nicht, Brenda. Ich möchte eins deiner Zimmer kaufen. Ach, Porter. Darüber haben wir doch schon geredet. Ich kann es mir nicht leisten, dir ein Zimmer für immer zu verkaufen. Abgesehen davon hast du doch gar nicht die Splitter dazu. Weißt du was? Ich lasse dich heute Nacht umsonst hier wohnen. Das Zimmer ist sowieso gerade frei. Nein, nein. Ich habe jemanden gefunden, der eine sehr lukrative Lieferung für mich gemacht hat. Was hältst du von 500 Splittern? Fünf? Sag mal, wo hast du denn so viel Kohle her? Ich sagte doch, ich habe... Ja, stimmt. Das sind eine Menge Splitter. Okay. Ich überlege es mir. Ich muss mal durchrechnen, wie viel ich mit der Miete machen würde. Und wenn ich 7 sage, musst du dann immer noch überlegen? Ach, Porter. Okay. Wenn es dir so wichtig ist... 700. Gib her. Du kannst gleich nach oben gehen. Das Zimmer gehört dir. Danke dir vielmals. Ich habe mir bei Brenda eine Wohnung gekauft. Gehört. Danke dir vielmals. Ohne dich würde ich noch immer im Dreck wohnen. Hier hast du deinen Anteil. Nochmal danke für alles, mein Freund. Was dazu zu sagen? Nein. Episode vorbei. It's over.